Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Cavepolis. Das war ein paar Tage angefangen. Und ja, heute machen wir weiter. Beziehungsweise, ne, wisst ihr was? Wir waren das Ding ja bald drin haben. Dann nehmen den als Layer blockieren. Und oben machen wir mal jetzt auf die Ebene, auf die letzte Cobblestone-Ebene. Steinebene und bringen das hier an. So. Und haben wir auch den, haben wir die Secrets auch gleich auf einem Weg erledigt. So. Würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal den Bereich hier oben noch ein bisschen aushöhlen. Aber wenn man 30 ist, das ist auch schon mal gut. Ah, so funktioniert das Ganze also vom Prinzip her. Die ganzen Black Color Blocks hier, markieren. Seht ihr aber mal, wie weit das Ganze hier hochgeht. Wird dieses Projekt wird noch sehr lange gehen, weil ich jetzt schon. Okay,
Will man jetzt aber erst mit unserem ganzen, mit den ganzen Quests weiter? Hast du gewonnen? So, wir wollen neue Spitzhacke. Hammer. Brauchen einen Hammer. Wir brauchen einen Steinhammer, meint. Damit hören wir jetzt auch mal den Bereich heraus noch ein bisschen. So, dort haben wir also haben wir eine 7 mal, haben wir eine 2, 4, 6, 7 mal 7 mal 7 große Fläche. Und da haben wir auch mehr als genug Steine erstmal. Was ich demnächst machen werde, ist dann das Ganze mal ein bisschen nochmal irgendwann vergrößern. Aber wir machen das mal mit der Quest weiter.
Dann verbauen wir mal kurz noch eine Bow. Und eine Schere. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Schere gibt. Scheinbar nicht. Ich brauche keine Bows. Okay. Ja. Okay. Eine normale Werkbank. Haben wir auch die kulinarische Station abgeschlossen. Das ist, glaube ich, bis auf das Fett jetzt wirklich alles an Quests, die wir haben, ja. An dem Level, oder dem Schatten des Levels. Ah, war noch kein Brightstone. Was mir da beim letzten Bereich noch gefehlt hat. Da ist das schon auch completed. Mossblock fehlt mir noch das Bett. Gut, dann würde ich sagen, jetzt wieder nach oben auf unsere Ebene. Wie gesagt, wir brauchen noch 10, das heißt, wir brauchen noch 12 von diesen Carpets. Das ist gesamt. Je mehr Mossblöcke wir haben, desto besser ist es halt. Da haben wir auch genau die Anzahl, die wir brauchen. Haben wir mehr als die Anzahl, die wir brauchen. Ach, Scheiße, wir brauchen 12 für eine Wolle. Wir brauchen also eine weitere Wolle. Noch 11 weitere Mossy Carpets. Da hat meine Mathematik gerade nicht mitgespielt. Okay, damit haben wir die Hälfte schon mal wieder zusammen.
Ja, dann haben wir wirklich alles zusammen. Und damit haben wir das unser Bett. Haben wir das Chapter completed? So, dann kommt jetzt Woodtech. Und das Ganze wird jetzt so ein bisschen am Schwimmen bringen da. Na ja, komm, wir kriegen das aber hin. Fangen wir mal mit der Natur an. So, das brauchen wir wieder zurück. Okay, dann brauchen wir, das ist vielleicht das hier für den Wooden Bucket. Ja. Sehr schön. Dann brauchen wir den Hopper. Soweit ist das mit dem Chapter noch kein Problem. Smartick, dieses Chapter, okay, interessant. Basic Barrel braucht 4. Okay, das ist schon ein bisschen mehr. Und dafür werden wir auch noch mal ein bisschen. Holz fahren müssen. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren mal das Ganze jetzt hier. Also, Basic Barrel haben wir damit jetzt auch. Klar, was man mit Basic Barrel macht, aber wir werden es noch herausfinden. System Machinery. Okay.
So, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe von diesem Modpack wirklich. Aber das hier scheint zu funktionieren. Da ist ein Millibucket. Wir sind dann ein Wasserheimer. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Also, wird aber auch nicht mehr allzu lange dauern. Insofern müssen wir gleich nochmal ein bisschen was anpflanzen. Dann haben wir das, die Quest auch erledigt. Wir brauchen noch viel mehr Wasser. Zum Smerten kommen wir noch nicht mal. Aber mit Wutek erreichen wir definitiv schon das Ende von Chapter 2 zu Level 1. Das finde ich auch ganz gut. Also, es geht voran für dich. Jetzt macht mir das Wutek eigentlich auch echt Spaß. Shares. Können wir das sehen, so ein bisschen so wie bei Classic Ex Nihilo. Wo du erstmal Blätter sammeln musst, um Wasser zu generieren. Also, wobei du in Ex Nihilo ja mit den Blättern eher Dirt generierst. Mit drei Flächen für Wasser. Ja, aber es ist mehr als genug. Zwei Hopper von. So.
Also haben wir immerhin auch noch eine ordentliche Wasserquelle. Roder. Okay. Okay, so machen wir wahrscheinlich einen Cobblestone, okay? Ah, okay. Ja, macht irgendwo Sinn. Ah, okay, ja. Okay, we can break granite andesite and diorite, okay? Das ist sehr schön. Okay, ich würde sagen, holen wir uns noch ein paar wooden planks. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen was von. Okay, dann haben wir einen Stone Drawer. Dann haben wir Stone Pickaxe und das Level 2. Würde jetzt trotzdem erstmal. Dann mache ich den Cut hier schon. Folge ist ja schon wieder lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht in dieser Folge. Nächste Folge gehen wir und dann werden wir wahrscheinlich Level 1 und dann gehen wir zu Level 2 über. Das wird interessant, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe das Gefühl, da werden wir noch eine Weile zu tun haben. Ich gucke mal. Ich bin gerade bei Level 2 von.
Level 6 von 7 Level? 6, 7 Level? Schätze mal. Kann man Level 2 fast vollständig, ernst, fast vollständig. Und müssen wir noch Woodtack, den String bekommen und Smarting, das komplette Chapter machen. Das wird noch eine Heidenarbeit. Aber natürlich auch lustig. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Fario. Ciao, ciao.